In Umfragen spiegelt sich trotzdem weniger die Angst vor einer aufziehenden Diktatur als Wut auf eine angeblich schon bestehende. 67% sagen, man wird in Deutschland ausgegrenzt, wenn man eine bestimmte Meinung äußert. Und klar, solche Befunde muss die Politik schon ernst nehmen. Nur ich sag mal, Diktatur geht ja eigentlich anders. Du hast die Ampel und findest, dass Deutschland keine Demokratie mehr ist. Du zeigst den Eliten gern die rote Karte und bist ansonsten gegen wen nochmal? Gegen Merkel! Aha, gut. Die regiert zwar nicht mehr, aber egal. Buch jedenfalls noch heute dein freiwilliges autokratisches Jahr und lern mal echte Diktaturen kennen. Stell dich mit einem Putin-muss-weg-Schild auf den Roten Platz und lass dich überraschen, was passiert. Oder organisier den ersten Christopher Street Day in Lukaschenkos Weißrussland. Der freut sich bestimmt. Das freiwillige autokratische Jahr. Jetzt buchen gegen, du weißt schon. Gegen Merkel!